Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Mario vs. Donkey Kong. In der letzten Folge haben wir Welt 4 Plus abgeschlossen und wie ihr gerade sehen konntet, Welt 5 bis bis Level 4 gespielt und heute machen wir da weiter. Und wir schauen, dass wir heute Welt 5 und 6 abschließen, wenn möglich. So. So, Kumpel. Ach du Kacke, wie kommst du eigentlich rüber? Ich weiß, was... Nein, ich weiß nicht, was du machen musst. Doch. Nee. Machen wir mal den hier. Wie soll das funktionieren? Wie soll ich mit dem Mario hier rüberkommen? Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie zum Geier soll ich mit dem Mario da rüberkommen? Holen wir uns wie gerade eben erst die ganzen Geschenke. So, haben wir das hier. So. Ich muss vielleicht den erst ganz später aktivieren, wenn der dann da drüben ist. Ich probiere es mal anders. Ja Gott, das heute wird wahrscheinlich zwar nichts mit zwei Welten, aber mal kann man nichts ändern dabei. Es sei natürlich, wenn der noch nicht von mir aktiviert ist, kann ich auch daran sterben. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich bin doch drüber gesprungen. Alter. So, hier. Gut, probieren wir es aus. Und ich sterbe trotzdem. Warum? Wie soll ich denn da hinkriegen, dass der scheiß Block dann darüber geht? Das war dumm. Wenn der jetzt aktiviert ist, dann dauert... Alter, das dauert heute wahrscheinlich. Wir kriegen wahrscheinlich heute nur Welt 5 fertig, aber keine andere Welt hin. Wie soll das funktionieren, wenn ich fragen darf? Wenn ich mich hier so bewege. Wir kommen da nicht hoch. Moment, vielleicht muss es auch anders sein. Vielleicht muss es tatsächlich anders sein. Moment, Moment, Moment. So, probieren wir es mal aus. Ich
Zu ihr hoch. Zu ihr kommt er nicht hoch. Und jetzt habe ich nicht auf den oben geachtet. Wie soll das funktionieren, bitte? Was denken die durch für einen Rotz hier gerade aus? Wie soll denn der Kack funktionieren? Wie soll der Kack funktionieren, dass wir drüben mit dem Ding hier eine Stufe bauen, dass der hier rüberkommt? Ja, das funktioniert so nicht. Weil wenn ich den da... Es sei denn... Nein, das funktioniert auch nicht, weil ich muss ihn dann... Hä, wie soll das denn funktionieren, wenn ich fragen darf? Ich hätte jetzt gesagt, ja, dann aktivieren wir den halt später erst in Mini-Mario, dann funktioniert das bestimmt, aber nein, tut's nichts. Wie hätte es sonst funktionieren sollen? Was bin ich gerade runter? Hä? Bro, what the fuck? Jetzt muss ich ihn aktivieren. Reicht es für dich aus, um nicht nach hier drüben zu springen? Nee, gell? Natürlich nicht. Wie soll das funktionieren? Ich hab's. So, okay. Ich weiß jetzt, wie es geht, aber der Mini-Mario kann einfach nicht stehen bleiben, wie es ausschaut. Und dann müssen wir es auch noch hier zwischen den Steinen durchschaffen, das wird nie was. So. Okay, dann machen wir das so halt. Okay, perfekt. Machen wir es so. So. Easy. Jetzt hat es funktioniert. So, jetzt haben wir es. Nach 9 Minuten, aber okay, da musste ich auch tatsächlich jetzt sehr viel nachdenken hier. Okay. Okay. Da dachte ich, dass das mit dem Buhu schon beschissen wird, aber das war tatsächlich jetzt noch wieder... Ach, das wird jetzt wahrscheinlich noch beschissener. Wenn der schon auf dem Thumbnail ist, dann wird es hier wahrscheinlich jetzt gleich wunderbar werden, oder? Here we go. Ach du Kack, jetzt müssen wir das auch mit dem Kack auch noch ab... Jetzt müssen wir alle 3 Steine untereinander abstimmen, das wird ja was. Ja, ihr seid viel zu langsam unterwegs, meine Fresse. So. Das will ich nicht. Warum bist du jetzt da drüber... Bro, der kann auch nicht springen, oder?
Ist auch zu kacke. Das ist perfekt. So. Boah, Alter, das war gerade perfekt gemacht. Holy moly. Das war gerade perfekt gesprungen, mein Freund. Oder im perfekten Zeitpunkt gesprungen. Jetzt haben wir die Welt auch fertig. Na, für zwei Level 10 Minuten gebraucht. Aber mal. Dann schauen wir einfach, dass wir so viel wie möglich von Welt 6 abschließen. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier alle Leben mitkriegen können. Gut, haben wir dich. Gut. Nehmen wir dich auch damit. Jetzt haben wir wieder 12 Leben. Na, jetzt kämpfen wir gegen den Boss von Welt 5, so ist nicht. So. Naja. Oh, das wird jetzt wieder ekelhaft, oder? Der Kampf. So. 2. Das war jetzt Dummheit von mir, weil ich nicht, weil ich zu weit weg war und gedacht habe, ich springe, ich schaffe das mit dem Springen. So. Alter, komm, echt jetzt, what the fuck? So, komm runter. So. Komm. Ach komm. Bro, warum machen die auf einmal hinten nach vorne? Alter, dieses Muster ist ja auch vollkommen random, ey. So. So. Gut, haben wir den jetzt auch endlich fertig. Danke. Ja, dann machen wir jetzt noch so viele Level wie möglich in Welt 6. Ah, das ist die Rutschpartie-Welt, richtig? Ah, das wird übel. Egal. Egal. Dann rein da. In die Gletscher. In die Glitch-Gletscher. Oh, das wird übel. Das wird sowas von übel. Aber naja. Noch 3 Welten haben wir vor uns und dann die Speziallevel. So.
Dort haben wir drei. Haben wir schon die ganzen Geschenke fast. So, komm hier rüber. Komm runter. Okay, passt. Perfekto. Erstes Level abgeschlossen. Gut, dann schauen wir, dass wir zwei Level, wenn es möglich noch ist, abschließen. Vielleicht auch drei. Und danach beenden wir die Folge. So. Ich hasse dieses Eiszeug und jetzt mit dem Zeug. Ist wahrscheinlich noch beschissener, als es sowieso schon ist. So. Was? Wie soll denn das funktionieren? Hä? Na, Moment. So geht das. So. Was? Achso. So, komm her. Nimm mal das Level auch. Perfekto. Aber es ist doch noch nicht so schlimm, wie ich dachte, dass es wird. Wird wahrscheinlich noch schlimmer, aber... Ich sag erstmal nichts. Bis jetzt ist es ertragbar, was wir machen müssen hier. So. Jetzt kommen noch Eisflammen dazu. Das wird doch so bescheuert jetzt. Gut, hier. So. So, hier. So. Nein, das wollte ich nicht. Warum zum Geil machen die automatisch auf? Da war noch ein Geschenk übrig. Game. Das mach ich nochmal. Ich wollte es noch nicht beenden. Das Game hat einfach viel zu schnell beendet. Aber sind die zwei eingesammelten Geschenke schon eingesammelt? Na, natürlich nicht. So. So. Jetzt haben wir's. Gut, weil es automatisch dort aufmacht. Okay. Gut zu wissen.
Dann machen wir noch das eine Level 4, dann haben wir nämlich genauso viele, also eine Welt so gesagt, geschafft in der Folge. Das Levelanzahlmäßig haben wir dann eine Welt geschafft. Ja. Aber jetzt sind halt wieder diese Warp-Boxen dabei. Bestimmt jetzt bescheuert. Here we go. Oh, komm mal her. So, rüber. Moment, wir müssen da wieder runter. Du musst da drüben runter. So, komm her. Okay, passt. Dann. Ja. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir Welt 6 fertig machen. Und eventuell Welt 7 dann komplett reintun. Je nachdem, wie lange diese Levels brauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.